Muchachos, heute geht's den Flat Earthern an den Kragen. Der gute Jules hat wieder zugeschlagen und hat hier ein geiles Video für uns präsentiert. Auf der Suche nach einer flachen Erde. Natürlich Hauptkanal abchecken, Muchachos. Und wir gehen jetzt gleich rein, aber erstmal ein wunderschöner Kuna Deko. Hallo Muchachos! Wir sind sehr gespannt auf ein neues Meisterwerk vom guten Jules. Das letzte war das Elon Musk Video mit seiner Riesenjacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Was war doch, glaube ich, von Jules, ne? Elon Musk? Wir hatten doch so ein. Das war Elon das U-Boot, Brudi. Eine Milliarde Euro. Ach nee, das war Simplicissimus. Ja, also ja, du bringst ja was durcheinander, ja. Stimmt. Das U-Boot-Video war das letzte von Jules. Ja. Schau mal. Auf jeden Fall ein richtiger Banger, ein richtiger Spielfilm. Ich glaube, 48 Minuten haben wir vor uns. Also, packt euch Popcorn ein, geht nochmal kurz Kaki machen und dann kann's losgehen. Let's go. Beginn von allem. Der Urknall, der das Universum erschuf, so wie wir es heute kennen. Nach dem Urknall sind riesige Galaxien aufgeblüht. Sterne sind entstanden in allen möglichen Formen und Materialien. Chemische Elemente haben sich gebildet. Die ersten Lebensformen haben unsere Erde betreten und vor ca. 230 Millionen Jahren dominierten dann auf einmal Dinosaurier unsere flache Erde. Doch kam irgendwann ein mächtiger Komet und warf alle Dinos mitsamt ihren Familien von der Erde runter. Welche bis zu dem heutigen Tag durch unsere Galaxie schweben. Die fliegenden Dinosaurier sind das, was die Menschen heutzutage unsere Sterne nennen. Irgendwann entstanden dann die Homo Sapiens. Sie fingen an mit einfachen Werkzeugen, fanden dann aber wertvolle Materialien auf der Unterseite der Erde, mit denen sie sich immer weiterentwickeln konnten. Kriege sind ausgebrochen, weil böse Menschen noch bösere Dinge tun wollten und so wurden diese einfach von unserer Welt heruntergeschubst, um weitere Schandtaten zu verhindern. Über die nächsten Jahre formte und veränderte sich die Zivilisation. Kulturen entstanden, technisch anspruchsvollere Gebäude wurden errichtet, welche man an einem sonnigen Tag allesamt problemlos in einer Reihe auf unserer flachen Erde bewundern kann. Wait, the Earth is flat. Always has been. Okay, ich glaube, es ist klar, was ich sagen möchte. Die Erde ist offensichtlich nicht flach, sondern sieht sie aus wie Mario. It's not spherical. It is in fact Mario-shaped. Become a Mario-Earther today. Die Erde ist ein Globus, ein Fakt, den 99% der Bevölkerung genau so unterschreiben würde. Doch zwischen all den ganzen Menschen auf unserer Erde gibt es ein paar Leute, die ein bisschen weitergehen und behaupten, die Erde sei flach. Nun, es wäre jetzt ziemlich simpel, sich einfach über ein paar dumme Leute mit verrückten Theorien lustig zu machen, denn hinter der Idee einer flachen Erde steckt deutlich mehr Historie als einfach nur ein paar moderne Menschen mit Aluhüten. Use kids. Commit your crimes. Denn die Ungewissheit über die Form der Erde findet seinen Ursprung schon vor tausenden von Jahren, genau genommen im alten Griechenland. Eine Zeit, zu der Leute noch keine geschlossenen Toiletten hatten, sich also beim Geschäft erledigen gegenseitig in die Augen starren mussten. Warum zeichnen wir uns nicht einfach auf irgendwelche alten Keramikvasen und lassen Menschen tausende Jahre später rätseln, was wir eigentlich damit sagen wollten? Hey, das ist mein Opa, gib ihn her. Ach, fick dich, Schlampe. Okay, stell dir vor, du bist ein antiker Grieche, machst eines Morgens deine Augen auf und plötzlich wie vom Blitz getroffen kommt dir die Frage, hey, wo genau in diesem Universum bin ich eigentlich? Okay, anscheinend irgendwo in Griechenland, denn alle haben so coole, lange und graue Bärte, bauen Statuen von sich selber und haben unfassbar coole Namen, die alle auf Totales enden. Aber worauf genau stehe ich? Auf Bilder! Einem Würfel? Einem riesigen Elefanten? Gibt es auf dieser Welt überhaupt ein Ende? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber eine Sache ist klar, wenn ich in den Horizont gucke, dann sehe ich nichts außer flach. Okay. Ich habe genug gesehen, die Erde ist wahrscheinlich flach. Bis zum Jahre 500 vor Christus sollte es dauern, bis irgendjemand daherkam und sich die ganze Sache etwas genauer anschaute. Warum heißt es eigentlich 500 vor Christus? Wer ist Christus? Keine Ahnung. Fick dich. Es war der Mann. Digga, diese random Gespräche einfach immer. In der Schule irgendwelche Formen. Digga, beruhig dich. Kennst du irgendwen aus deinem Kreis, der ein Flat Earther ist? Nee, tatsächlich nicht, nein.
Nee, also okay. Auch von allen meinen Bekannten oder entfernteren Bekannten wüsste ich nicht, dass da irgendwer dabei ist, der an der flache Erde glaubt. Nee. Okay, sehr gut. Ist auch immer wieder interessant, dass es sowas überhaupt gibt, ne? Dass einfach so eigentlich irgendwas, was richtig klar ist, dass es das trotzdem hinterfragt wird, ne? Ja, am Ende muss man einfach sagen, so, es ist auch da wieder so ein Wahrscheinlichkeitsding. Ja. So, bei 8 Milliarden Menschen gibt es auf jeden Fall irgendwelche Leute, die denken, dass die Erde eine Scheibe ist und keine Kugel und denken, dass man mit der Corona-Impfung irgendwelche Chips implantiert bekommt und ich weiß nicht, was für ein Krams. Du findest alles immer irgendwo. Und auch natürlich immer online irgendwelche Leute, die scheiße finden und Leute, die ich gut finden. Was ich aber krass finde, dass sie schon so früh herausgefunden haben, dass die Erde doch keine Scheibe ist, ne? Dass Leute einfach so in den Himmel schauen, so, was geht da ab? Und dann daraus Rückschlüsse gezogen haben. Finde ich sehr interessant. Ja, die Griechen damals, ne? Die kranken Griechen. Die waren krass, die haben ja sogar schon Berechnungen gemacht, wie weit der Mond weg ist und solche Scheiße, Alter. Wo ich nicht mal weiß, genau welche Sachen mit irgendwelchen Winkeln muss man da ja, ey, setzen. Der Satz des Pythagoras. Wie kommt man auf sowas? Genau, ja, der Satz des Pythagoras. Ja, genau der. Wenn es den nicht gibt, wie kommt man darauf? Okay, erstmal weiter. Ja, und wer ist er überhaupt? Flach. Bis zum Jahre 500 vor Christus sollte es dauern, bis irgendjemand daherkam und sich die ganze Sache etwas genauer anschaute. Warum heißt es eigentlich 500 vor Christus? Wer ist Christus? Keine Ahnung. Fick dich. Es war der Mann, dem es zu schulden ist, dass man heute in der Schule irgendwelche Formeln auswendig lernen muss. Pythagoras da. Von Samos. Ist er ja. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Er sprach zu den Menschen, wenn der Mond rund ist, dann sind wir auch rund. Nein, also die Form der Erde ist auch rund. Außerdem, was ist mit der Mondfinsternis? Ein sich langsam bewegender, runder Schatten? Man sieht unterschiedlich viele Sterne von verschiedenen Orten auf unserer Erde. Leute, ich glaube, unsere Erde ist rund. Und das klang für die anderen auch ziemlich plausibel. Und ab da war die Erde auf einmal rund. Doch kann man das auch wirklich beweisen? Fragte ein zweifelnder Grieche aus einer hinteren Ecke heraus und fing wütend an, mit Stein zu werfen. Ja, sagte ein Mann, der 250 Jahre später geboren wurde und einen genauso schönen Bart bekam wie die anderen auch. Sein Name war Eratosthenes. Ihm fiel auf, dass wenn man einen einfachen Holzstock irgendwo in der Nähe einer Stadt ich in Südägypten um genau 12 Uhr in den Boden steckt, dieser Stock keinen Schatten wirft. Weil ihm wahrscheinlich sehr langweilig war, wollte er herausfinden, ob genau dies in einer sehr viel weiter nördlichen Stadt um 12 Uhr auch der Fall war. Doch aus irgendeinem Grund warf dieser Stock dort einen Schatten von ungefähr 7 Grad. Sind das die Schattengötter unserer übersexualisierten Mythologie oder ist das vielleicht... Digga, wie sieht er übrigens aus wie so ein altes Baby? Digga, geile Brustwarzen hat er auf jeden Fall. Fulix hat gerade noch geschrieben, ich glaube daran, dass die Erde wie ein Fußball mit einem Hohlraum ist und die Erdoberfläche die Innenseite des Fußballs ist. Ich habe jetzt das nicht visuell greifen können. Wenn die Erdoberfläche die Innenseite des Fußballs ist, dann müsste man doch, wenn man in den Himmel guckt, die andere Seite des Fußballs sehen, oder? Also dann würde man ja, wenn man sozusagen ins Weltall fliegt, müsste man doch ins Erdinnere fliegen, oder bin ich jetzt komplett Gugu? Ja, es sei denn, du findest das Ventil vom Fußball und kannst dadurch rausfliegen. Also es wäre natürlich richtig geil, wir kennen alle den Film zum Mittelpunkt der Erde oder so, wo wir unter der Erde noch so ein Dino-Königreich haben. Digga, wie geil wäre das, wenn wir unter richtig der Erde geil, noch so ein Dino-Königreich hätten. Brudi, da würde ich Urlaub machen. Richtig nice. Magen würde sterben. Höchstwahrscheinlich. Ja, aber ich finde das richtig geil. Ich finde es vor allem richtig faszinierend, Alter. 500 vor Christus konnten die Leute einfach durch Beobachtungen schon so schlau sein, dass sie sowas rausgefunden haben, Alter. Und in 2024, wo den Menschen alle Informationen der ganzen Welt im Internet zu Füßen liegen, denken auf einmal richtig viele Leute, es gibt eine Flacherde oder eine Hohlerde oder ich weiß nicht was alles. Es ist verrückt, ey. Es ist echt verrückt. Auf geht's, weiter geht's, rinn in den Lachs. Gleich Wissenschaft. Wahrscheinlich zweiteres, denn wenn die Sonnenstrahlen parallel auf die Erde scheinen, aber zur gleichen Zeit an beiden Orten unterschiedliche Schatten anzeigen, kann die Erde logischerweise nicht flach sein, sondern ist sie eine runde und dicke Kugel. So einfach ist es.
Und spätestens seitdem war die runde Erde ein Fakt, den die nächsten Jahrtausende kein einziger Mensch mehr hinterfragen sollte. Wobei man dazu erwähnen muss, dass es ab und zu natürlich noch ein paar Ausreißer-Kollegen gab. Dankeschön, Starbarkeit, nochmal für dein Giftes-Sub. Aus dem 16. Jahrhundert meinte, dass die Welt laut seinen Berechnungen genau so aussehen würde. Moment, die Karte ist nahezu perfekt. Lass mich nur noch eine kleine Änderung. Okay, I admit, I did some human trafficking, but I only trafficked French people, so that's givable. Ein Hawaiianer, der sich einfach ein paar Kontinente dazu gedichtet hat, weil wieso auch nicht? Ich meine, was ist das überhaupt für eine Karte? Wo ist Frankfurt am Main? Wir haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt, keiner kümmert sich drum! Ein Doktor aus dem 19. Jahrhundert meinte, die Erde sei eine Kuhle und Engel würden an jeder Ecke auf uns warten. Ja, das klingt ziemlich legit. Doch spätestens ab dem ersten gebauten Globus von Martin Beheim kam keiner mehr auf die Idee, an einer runden Erde zu zweifeln. Nicht mal im Mittelalter, also zu einer Zeit, als die Leute noch random Frauen verbrannten, weil sie dachten, sie wären Hexen mit magischen Fähigkeiten, die auf Zauberwesen fliegen. Was außer Hexen kann sonst noch brennen. Noch mehr Hexen! Selbst dort wurdest du ausgelacht, wenn du auf einer Burgfeier gesagt hast, dass die Erde flach sei. Du Trottel! Warum hören wir dann heute noch regelmäßig von dieser flachen Erde? Wie kann es sein, dass heute statistisch mehr Leute an eine flache Erde glauben, als es Menschen vor tausenden von Jahren getan haben? Die Antwort ist leicht. Es ist die Schuld vom Internet. Ist auch so ein bisschen so der Zeitgeist der heutigen Zeit auch, ne? Digga, es ist leider einfach, es wird einfach alles irgendwie gefühlt von Jahr zu Jahr wird es einfach immer behinderter und wir nähern uns immer mehr dem Szenario von Idiocracy an, Alter. Es ist wirklich so, ich hab wirklich das Gefühl, es wird immer, je weiter verbreiteter und normaler der Umgang mit dem Internet ist, desto dümmer werden die Menschen, das ist unfassbar. Oder zumindest, desto mehr dumme Menschen gibt es. Idiocracy, oder bester Film. Oder fallen einem dann erst wieder auf, ich weiß es nicht. Es ist einfach krank, ey. Empfehlung geht raus, ey. Das ist wirklich einfach wahrscheinlich die Zukunft. Ja. Bald. Aber genau, also wenn man muss echt sagen, wenn man heute Idiocracy guckt, ne? Ich habe das erste Mal geguckt mit 12 oder irgendwie sowas. Dann Bike Rider, danke schön, Mann. Quatschfilm. Aber wenn man heute Idiocracy guckt, muss man schon sagen, es bewegt sich auffällig viel in diese Richtung. Es dauert nicht mehr lang, bis wir unsere Felder mit Prime von Logan Paul bewässern, ne? Ja, ich halte es gar nicht für so unrealistisch, dass es gerade schon passiert. Muss ich ehrlich sagen, Alter. Sucht mal Flo Plus auf YouTube. Viel mehr Flacherdlerzeug und technischer Hintergrund. Digga, ich habe sogar. Gab es nicht irgendwie so einen Flacherdler-Typen, der mit seiner selbstgebastelten Rakete irgendwie hochfliegen wollte, um von oben zu gucken, ob es wirklich flach ist oder rund ist? Da hat er sich selber hochgeschossen, anstatt eine Kamera hochzuschießen. Er hat sich selber hochgeschossen, ja. Und ich glaube, er hat sogar irgendwelche Verletzungen oder sogar gestorben, aber ich weiß nicht, irgendwie sowas. Letztes Jahr war das erst. Gut, also das wünscht man natürlich keiner Person, aber wenn man so gegen Wissen ist oder einfach an nichts glaubt, dann ist das auch echt ein trauriges Leben dann, oder? Wenn man einfach alles hinterfragt, also alles, wirklich alles hinterfragt. Sehr gut, was du hinterfragen, aber alles. Man kann ja durchaus Dinge hinterfragen, ne? Ja. Aber so, es ist halt. Und es ist auch gar nicht so komplett simpel, weil Wissenschaft ändert sich ja auch, ne? Also ja. Wissenschaft ist ja so lange korrekt, bis jemand anders nachweisen kann, dass seins korrekt ist. So lange ist ja dann der Stand der Wissenschaft der aktuelle halt der korrekte, aber... Ja, also... Gerade im medizinischen Bereich, ich will gar nicht so weit rausgehen, ne? Oder bei der Kindererziehung, da war vor 20 Jahren auch noch... alles noch ein bisschen anders und das war zu der Zeit eben, ja, das macht man so und das ist richtig so. Ja, wobei Kindererziehung ja auch keine richtige Wissenschaft ist, ne? Das ist ja mehr so sozial irgendwie irgendwas. Das ist ja auch kein Plus und Plus ist Minus. Ja. Aber bei Medizin zum Beispiel, es gab mal so eine Zeit, da wurde Frauen, ich weiß nicht, was das war, so ein bestimmtes Mittel, ich glaube, ob das der Verhütung wegen war und das war krebserregend und da sind super viele Kinder dann missgestaltet gewesen und das sollten die aber damals nehmen, weil man gesagt hat, ja, das ist gutes Zeug, Alter. Also man also darf... War das Kontergan? Ich weiß nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall ich gibt es... Ich diesen Begriff Kontergan-Kinder. Das kann sogar gut sein. Also auf jeden Fall gibt es Sachen, die kann man hinterfragen, so, ne? Und im Medizinischen ist das ganz klar, aber eine Sache, die... Oder Klimawandel. Eigentlich wissenschaftlich gesehen heute ein richtig safes Ding. Ja, also muss ja gucken, wie kann man das nachweisen? Beobachtung. Ne? So wie die Griechen damals 500 vor Christi, wie haben sie rausgefunden, dass die Erde rund ist? Beobachtung. Sie haben beobachtet. Also kann man CO2 irgendwie beobachten? Ja. Wir wollen ja sogar Fusionsreaktoren irgendwie bauen.
Wenn man das mal vergleicht, ein CO2-Molekül, das man beobachten will, wenn man davon ausgeht, wir können Atomkerne bereits beobachten, ein Atomkern ist im Vergleich zu einem CO2-Molekül so groß wie ein Reiskorn in der Mitte von einem Fußballstadion. Ja, und wir können dieses Reiskorn quasi, den Atomkern, können wir beobachten, aber Leute zweifeln an, dass wir das CO2, also das Fußballstadion, dass wir das beobachten können. Das zweifeln die einfach an. Es ist so, es ist einfach, es macht keinen Sinn. Es ist nicht. Zum Glück sind wir aber auch jetzt hier bei den Flirt-Earthern. Ja, lass uns mal lieber beim Thema bleiben, bevor das richtig ausartet. Also, Muchachos, auf der Suche nach einem flachen, kann ich mal reden? Auf der Suche nach einer flachen. Ich hab verstanden. Internet. Ja, das Internet ist scheinbar eher gegen uns, ja. Okay, es ist 2015. Das Internet boomt wie noch nie zuvor. Gruseliger Slenderman. Shrek tritt die Tür auf. Ja. Lustige Videos auf Wein. Oh, baby, it's triple. Und plötzlich gibt es einen riesigen Vorteil. Jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet stellen und hochladen. Der Nachteil an der ganzen Sache: Jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet. Australia does not exist. Zebras sind keine echten Tiere, sondern wurden einfach irgendwann erfunden. Seid ihr bereit, die rote Pille zu nehmen und eure Sicht auf die Welt danach für immer zu verändern? Wenn die Erde wirklich rund ist, warum fahren Autos dann so und nicht so? Wenn die Erde rund ist, erklärt mir das hier. Guckt durch ein Teleskop und zoomt ganz weit rein und langsam aber sicher erscheint die Minecraft World Border Textur. If the earth isn't flat, explain this. Außerdem, wenn die Sonne ein Stern ist, warum sieht sie dann nicht so aus? Ist das hier etwa ein sehr seriöses Foto, auf dem die NASA gerade die Sonne wegtransportiert? Altes Nintendo-Spiel sorgt für neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der Flache-Erde-Theorie. Gravitation? Wie bitte? Wenn Isaac Newton so schlau war, warum ist er dann tot? Hier zeigt ein Astronaut, wie man seine Haare im All wäscht. Er hat aber gar keine Haare. Okay, mal die ganzen Jokes beiseite. Es gibt wirklich Menschen, die an eine flache Erde glauben. 1, 2, 3! We are crazy! First rule of Flat Club is you don't talk about Flat Club. Look something like this. And the Earth is... flat. Flat. The Earth is flat. Hast du jetzt gezeigt? Danke für deinen Support! Der Ziegelmann ist mit dir! Laut einer Studie. Dankeschön, Cybercat, für 81 Euro, Digga. Einfach mal reingehauen. Dankeschön. Digga, aber wie kommst du auf 81 Euro? Das ist ja also so ein komischer Betrag. Auf jeden Fall, Herzen geht raus. Dankeschön für den kranken Support. Ihr seid einfach die Geilsten. Jetzt hab ich richtig geschrieben. Ganz viel Liebe geht raus an euch und die Community. Bleibt wie... Warte mal. Bleibt weiter so, wie es ihr seid. Wahrscheinlich wie ihr seid. In dem Kontext dann natürlich wieder mit D, ne? Personenbezogen mit D. Aber Dankeschön, Cyberkite, für deinen legendären Support. Kuss auf die Nuss und Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Küsschen, by the way, auch an Mark Watt, der gerade seinen 17. Monat YouTube-Mitgliedschaft reingeballert hat. Küsschen, Monsieur. Dankeschön für den Support auch auf YouTube. Was ist mit Jules' Reaction gemeint? Wir reagieren gerade auf Jules. Das ist die Reaction. Das ist damit gemeint. Jetzt gezeigt, ja. Die Erde ist eine Scheibe. Laut einer Studie aus 2018 glauben gerade mal 84% aller Amerikaner, dass die Erde rund sei. Alter. Heißt, du wirst regelmäßig im Supermarkt mit mindestens einer Person an der Kasse stehen, die wirklich glaubt, dass die Erde flach ist. Die Welt ist eine Kugel, aber die Experimente sagen genau das Gegenteil. Im Alter zwischen 18 und 24 sind es sogar 34%, also ein... Digga, was? Digga, warum, Alter? Digga, aber es ist wirklich das Internet, Alter. Es ist einfach das Internet. America, fuck yeah. Digga, frag die Amerikaner ein Land, was nicht in Amerika liegt. Digga, die haben einfach keine Ahnung, Alter. Amerika-Bildung ist echt, es ist grottig. Es ist echt erschreckend. Warte, ich wollte mal ganz kurz gucken, wie das Alter hier war. Die Welt ist eine Kugel, aber die Experimente sagen genau das Gegenteil. Im Alter zwischen 18 und 24 sind es sogar 34. 18 bis 24, okay, ich dachte, es wären ältere.
noch. Weil dann hätte das so ungefähr zusammengepasst. So. Weil ich glaube, in unserem Alter jetzt sind Menschen, so jetzt mit um die 30, die sehr viel Informationen kriegen aus dem Internet, aber nicht alle in unserem Alter kennen sich mit dem Internet gut genug aus, um so Quellen einigermaßen einordnen zu können, das Ganze so ein bisschen filtern zu können. Aber dass die 18 bis 24 sind, das überrascht mich ein bisschen, weil in dem Alter ist man eigentlich schon relativ nah daran dran, dass man mit dem Internet aufgewachsen ist und eigentlich hoffentlich irgendwann mal damit umgehen können sollte. Ja. Aber da ist die Frage natürlich auch, woher kommen diese Zahlen da unten, ne? Also sind es wirklich 34%? Auch das muss man ja, ist wahrscheinlich Millennials halt und eine Umfrage aus den USA oder so. Ja. Okay, also machen wir weiter. Bei Amerikanern überrascht mich das nicht so richtig. Stimmt schon. Prozent, also ein Drittel eines ganzen Uni-Vorlesungssaals, werden nicht an die runde Form der Erde glaubt. Denn die Welt ist eine Scheibe, die besteht wiederum aus Atombomben. Brasilien, ein Land mit 7% Flat-Earthern, by the way, hat sogar einen ganzen Fußballverein, der leidenschaftlich an eine flache Erde glaubt. Das einfach kaputt macht. Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr tretet gegen eine Fußballmannschaft an und eure Gegner glauben einfach daran, dass die Erde flach ist. Into the box, Willingham shoots, seit dem Internet boomt der Glaube an eine flache Erde so stark wie noch niemals zuvor und sie halten nicht damit zurück, ihr Wissen mit den anderen zu teilen. The Earth is flat! Anyone ever told you the Earth is flat? Eine ganze Convention nur für Leute, die an eine flache Erde glauben. Dating-Seiten für Flacherdler. Autokennzeichen und Autobemalung. Facebook-Gruppen. Natürlich gibt es Verschwörungs-Flat-Earth-Facebook-Gruppen. Ich werde mich jetzt erschießen. Flat-Earth-Bücher zum Weiterentwickeln bzw. zurückentwickeln. Go back, I want to be monkey! You wanna hear some Flat-Earth-Music? Next level, ice cold, flat earth model on my bezel. Shut the fuck up! Und diese Menschen scheinen ziemlich überzeugt von der Idee und sie sagen das nicht einfach nur so, sondern belegen das auch mit ihrer Wissenschaft, langen Internetseiten und sehr, 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 sehr vielen YouTube-Videos. You know that the earth is flat. Well, I've watched over 50 hours of video. 2015 war das Jahr, in dem die Theorie der flachen Erde ein richtiges Comeback feiern durfte. Also ein Comeback nach 2500 Jahren. Und mit welchen genialen Behauptungen sie so an den Start kommen, das erfahrt ihr nach der Werbung. Hey Leute, willkommen zu meinem Minecraft Let's Play. Honkai Star Rail ist ein von Chinesen gemachtes Spiel mit ganz schön viel Hack und Slay und Slash. Krass, ist immer Honkai Star Rail bei ihm, ne? Also er scheint da echt ein krasses Placement immer zu haben, ey. Ja, die zahlen, glaube ich, auch echt gut. Also das ist, glaube ich, jetzt noch nicht ganz so wie Raid Shadow Legends oder so, aber ja. Ich glaube, die zahlen schon echt nicht schlecht, weil das Game ist halt schon so ein bisschen so eine Gacha-Falle. Ist das so? Ah, okay. Ja, das ist so ähnlich wie das andere Game hieß, hier Genshin Impact. Ah, okay. Ich glaube, Honkai Star Rail kam quasi so als Antwort auf Genshin Impact, weil Genshin Impact sehr, sehr erfolgreich war in diesem Anime-Stil und dann auch diesen Gacha-Boxes. Und Honkai hat das auf jeden Fall auch sehr, sehr stark, diese Gacha. Auto-Crash und dem gewalttätigen Umgang mit Anime-Kindern. Vergiss normale Waffen. In diesem Spiel sind deine einzigen Waffen riesige Hühnchen, ein XXL-Gitarrenkoffer, ein Pizzaschneidemesser und die gemeinsame Verbundenheit von 25 Millionen Weebs. Lesbische Frauen in der intergalaktischen Anime-Welt, größer darf auch sagen, als was er will, kleinste Stadt in Baden-Württemberg, kämpfst du gegen eine Mülltonne, dem unfassbar starkem Drang, Geld auszugeben und den gefährlichen Cosplay-Gegnern der Hauptschulen-Anime-AG der 11. Klasse. Stell dir ein Team zusammen aus schizophrenen und mental instabilen Anime-Waifus. Wow, warum habe ich auf einmal 9 Reddit-Tabs auf Wow, diese Naruto-Episode? Ey, ich muss aber sagen, ich finde das so krass, dass er das alles offen anspricht, dass diesen Drang, Geld auszugeben, irgendwelche komischen lesbischen Anime-Weeps und solche Geschichten, das alles komplett offen aus, Alter. Da gab es wahrscheinlich keine Abnahme, ne? Die haben aber nee, gedacht, mach mal Video, funktioniert ja schon. Nicht, aber es scheint ja auch zu funktionieren. Ja, und das ist ja das Gute. Also, ist ja nicht die erste. Es ist eben nicht so, ja, du musst das erwähnen, zock mal bitte 2 Minuten und dann schauen wir mal, was da rumkommt, sondern wenn die Creator dabei bleiben, Content zu machen, ja auch für die Werbung, so wie sie sind, dann kommt doch was Geiles bei rum. Sieht man hier, ja. Bestes Beispiel.
Also krass, es ist komplett reingeballert, es ist komplett übertrieben, es sind überall Farben, Explosionen, es sind irgendwelche krassen Filter drauf. Und es ist die reine Wahrheit. Und es funktioniert. Schön. Habe ich aber anders in Erinnerung. Mit dem neuen Charakter Archeron und ihrem riesigen XXL-Katana kämpfst du deine Gegner wie Zorro aus One Piece. Nur in deutlich cooler kannst neue Freundschaften schließen, philosophische Diskussionen führen und deine Gegner auf schmerzhafte Weise nach Argentinien vaporisieren. Außerdem ein neues Update mit Cocktails, ein Teammate-heilendes Soda-Getränk. Bitte registriert euch über den Link in der Videobeschreibung und helft mir dabei, unendliches Leben sowie unfassbar viel Reichtum zu erlangen, um Frankreich zu stürzen. Es würde dem Kanal sehr helfen und ihr kriegt 50 Selare Jade umsonst obendrauf. Werbung Ende. Okay, also laut den Flat-Earthern leben wir auf einer runden und riesigen Scheibe. Die Scheibe ist von einer gigantischen Kuppel umgeben, wie eine Art Glasschicht, durch die die Menschen nicht durch können. Oh mein Gott, ich bin außerhalb der Kuppel. Danke für den Support. Die Sonne der und Ziegemann der Mond schwächen sich. Digga, eiskalt nochmal 80 Euro von Cyberkai, Brudi. Was? Alter Schwede. Digga, herzlichen draußen mit der Nachricht. Habe drei Witze für euch. Erstens, Digga, die Witze können aber nicht gut sein, weil ich kenne sie einfach alle. Okay, aber für Deko. Erstens. Warum spielen die Amis keinen Schach? War das mit den zwei Türmen, ne? Den kenne ich auf jeden Fall. Weil bei denen zwei Türme fehlen. Okay. Zweitens. Warum spielen Araber keinen Schach? Weil die Dame sich frei bewegen darf. Okay, der ist gut, den habe ich noch nicht ganz so häufig gehört. Was macht ein Araber im Treppenhaus hochgehen? Ich muss sagen, der zweite, den fand ich eigentlich gar nicht so. Der ich ist, fand ihn am besten, den zweiten. Ja. Ich liebe einfach so politisch inkorrekte Witze. Die sind sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Sehr, sehr interessant. Also auf jeden Fall. Einfach schön. Wie Ares sagen würde. Dankeschön auf jeden Fall für deinen Support. Und den zweiten, den werde ich vielleicht an Ares oder Nugi nächstes Mal nochmal weitergeben. Beide innerhalb der Kuppel befinden, kreisen über uns am Himmel umher und erzeugen in riesigen runden Bewegungen den Tag- und Nachtrhythmus, so wie wir ihn kennen. This was taken in Egypt at midnight. You can see the sun and the moon together. That is a picture from Star Wars. Bilder von der runden Erde, so wie sie uns bekannt ist, werden von der Regierung gefaked und alle möglichen Parteien sind mit involviert. The Illuminati or the Bilderbergs. The Jesuits, the Freemasons. Or the Trilateral Commission. The Rockefellers or say it's the Illuminati, it's probably all of them. Satan. NASA, of course. CIA. CIA. KGB. CCP. RPG! Weltraum-Footage wird in Hollywood-Studios seit Jahren mit CGI und Greenscreens gefaked, wo es auch schlagfertige Beweise für gibt, wie zum Beispiel rote Kreise auf Bilder mit schlechter Auflösung. Photoshop, CGI and paintings. Are you a scientist? Yes, I have a 4-year degree in 3D education. From where? From myself. You gave it to yourself. Die Herangehensweise der meisten Flacherdler ist synthetisch, yes. Also nur auf das zu vertrauen, was man auch mit dem eigenen Auge sehen und wahrnehmen kann. Who do you think took this photo? You know, I didn't take it myself, so unless I took it myself, I can't say I know it's a real photo. Do you feel yourself spinning, wobbling, gyrating? No, I'm pretty rock solid. Rock solid. Heißt, man guckt in den Horizont Support. Und die Erde ist flach. Man steigt in ein Flugzeug, guckt raus, die Erde ist flach. Jedenfalls, wenn man mit einem ganz bestimmten spezifischen Kameramodell filmt. Nikon P900 or even the Nikon P1000? Yeah, this is the P1000, this is the P900. I like the P900 or the P1000. Man guckt sich mit einer Lupe ganz nah einen Basketball an, heißt, logischerweise ist er flach. Oh. Okay, aber dieser Burger hier wird doch genauso groß sein wie das Auto, was da steht, oder? Der Löffel im Glas schneidet sich beim Betreten des Wassers in zwei Hälften, oder? Ich denke, ihr versteht das Problem. We don't fly off the spinning globe because it's not spinning. Angeblich ist die Erde flach, weil unser Wasser immer zum niedrigsten Punkt fließt und ein Globus dann dementsprechend so aussehen müsste. Toilet water's not flying out on people in Australia because of gravity. Well, hello. It doesn't fly out of the toilet because water seeks its level. Skip it above. Science. Die Erde muss flach sein, Science, weil bitch. Flugzeuge, wenn sie auf dem Weg zur Südhalbkugel wären, gerade nach unten fliegen müssten. Und das würde man in einem Flugzeug sitzen auf jeden Fall merken.
to Melbourne for a cup of tea with Abrigo. I didn't do any nosedives because I know if the lady let go of the trolley at the back of the aeroplane, checkmate, game's over. Die Erde ist flach, weil wir angeblich sonst so zur Arbeit gehen müssten und Schiffe auf der unteren Seite der Erde kopfüber fahren würden. Hey, yo, what the fuck? Electromagnetic energy, not gravity at all. Gravity is a deception. Dieser Mann formuliert an seiner dreckigen Schranktür, dass die Erde flach sein muss, weil Gebäude auf einer runden Erde wegen der Krümmung in der Luft stehen würden. This guy thinks buildings are thousands of kilometers long. Long. Laut diesem Bild ist die Erde flach, denn wenn dieser Helikopter für 12 Stunden in der Luft stehen bleiben würde, er doch eigentlich auf der anderen Seite des Planeten wieder rauskommen sollte. Es gibt keine Gravitation. Bis heute nicht. Das musst du mir erklären. Klingt interessant. Kein Bock. Hier hat eine Rakete angeblich die Kuppel getroffen. Die NASA traut sich nicht aus dem Weltall an Australien ranzuzoomen, weil sie sonst bestätigen würde, dass in Australien alles auf dem Kopf steht. Viele Flacherdler kommen auch aus dem christlichen Bereich, weil sich in manche Bibelpassagen eine Flacherde reininterpretieren lässt, was auch der Grund ist, warum man die Bibel nicht als Wissenschaftsbuch nehmen sollte, was leider auch heißt, dass man mit einem einfachen Holzstab keine Meere spalten kann. Ey, was machst du da? Die naheliegendste Frage bei der ganzen Sache bleibt natürlich noch offen. Wo ist der Abgrund? Die am weitesten verbreitete Meinung ist, dass die Erde von einer riesigen Eismauer umgeben ist, so etwa wie die aus Game of Thrones, nur dass die Eismauer von der Regierung bewacht wird und jeder, der sich auch ihr nur 100 Meter nähert, gnadenlos erschossen wird. What's to the edge? Well, they don't let us necessarily go there. Enormous 200-foot ice wall holding the oceans in level and flat. The North Pole is actually in the center of the flat disk Earth. Does that make sense? Eine Bibelstelle, in der steht, dass bewaffnete CIA-Agenten der Regierung mit einer AK-47 am Eisrand stehen, um die Menschen daran zu hindern, den Abgrund der flachen Erde zu entdecken, habe ich leider nicht gefunden. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my... Menschheit verarscht mit Geschichten über den sogenannten Südpol oder Expeditionen zum angeblichen Südpol gemacht. Alles Bullshit, weil es keinen Südpol gibt, der un an einer idiotischen Kugel kleben soll. Vater, hast du wieder deine Pillen nicht genommen? Und wenn man sich ein wenig mit den Theorien der Flacherdler beschäftigt, merkt man, dass die meisten selber nicht so wirklich wissen, wie denn jetzt eine genaue Karte der flachen Erde aussieht. Der Tiedemann ist mit dir! That's what makes this community different. In dieser Flat-Earth-Version gibt es nicht mal einen Eisrand, was wahrscheinlich die regelmäßig verschwindenden Fischerboote im Bermuda-Dreieck erklärt. It don't. It don't go down. Robert, it goes down. No, it don't. It don't go down. Oh! Brasilianische Flat-Earth-Forscher haben nach jahrelangem wissenschaftlichem Arbeiten dieses Modell von der Erde in die Welt gesetzt und anscheinend ist rechts noch ein unentdeckter Kontinent, wo die Regierung was auch immer an geheimen Experimenten durchführt. Na endlich, ein Toast, der immer auf die richtige Seite fällt. The whole thing is Gaia, but the top is Atlantis. In dieser Karte gibt es eine riesige schwarze Sonne, die die Erde von unten anscheint. Three suns, three moons, with Mercury in the middle, acting as both a sun and a moon. Dieses Modell besitzt nur einen einzigen riesigen Kontinent. Ein Modell, auf dem die Hälfte der ganzen Weltpopulation einfach fehlt. Und dieser Ersteller hat auf jeden Fall ein paar Substanzen zu viel zu sich genommen, bevor er seine Karte designt hat. Sutala loca, agala loca, jumbo vipa, ocean of milk. Laut diesem Modell ist über der großen Kuppel ein enorm riesiges Wasserbecken. Und la, seht ihr auch am Himmel die ganzen schwimmenden Haie? You're gonna go through the water beyond the firmament in a submarine. What the hell? Viele Leute glauben auch, dass es über der großen Eismauer hinaus eine weite... Ey, was schauen wir uns hier gerade an, ey? Warum? Warum gucken wir uns sowas an, Alter? Das kann man doch nicht, Digga, durch das Wasser im Himmel mit einem U-Boot. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich kann nicht mehr. Als nächstes schauen wir uns wieder Spaghetti-Monster an, ey. Okay, weiter geht's.
Digga, Spaghetti-Monster wäre auf jeden Fall wissenschaftlicher als das hier. Glaube ich auch. Junge, ey! Riesige Welt gibt, die uns normalen Menschen noch verwehrt bleibt. Es ist sehr lustig. What if there's other civilizations here? What if these are where the controllers of the world live? Okay? What if... Zum Beispiel die große Eisballtheorie, also die flache Erde auf einer riesigen, runden Eiskugel. Und ich glaube, das ist so etwas wie ein Friedensangebot zwischen Flat Earthern und dem Rest der vernünftig denkenden Menschheit. Some of us think that there's other lands that they're hiding from us. And that could be very well that they discovered these other lands and they just don't want us to know about it. Wusstet ihr, dass unsere Welt nur eine von vielen in einem großen und heiligen Weltenkomplex ist? Right there. These are other pawns with their own suns. Keine Ahnung, warum auf dieser Karte die ISIS einen Kontinent bekommen hat, heißt aber wahrscheinlich nichts Gutes. In der Mitte vom heiligen Karussell-Ozean gibt es einen riesigen schwebenden Kontinent wie bei fucking Avatar oder diesem Ghibli-Kinderfilm, auf dem antike laserschießende FBI-Roboter gehortet werden. Auf diesem Kontinent leben Harpien, die wahrscheinlich ziemlich coolen Loot droppen werden, wenn man einen von ihnen tötet. Der Wald der Giganten, von dem man lieber Abstand halten sollte. Natürlich aber auch bekannte Namen wie Atlantis, der Garten von Eden, das große Imperium Asgard oder Cocaine mit schlechter Rechtschreibung. Und wenn ich mir diese riesigen Karten genauer angucke, muss ich wirklich sagen, die Konzepte sind wirklich, wirklich cool. Ich meine, ein Kontinent hinter der Eismauer in Form einer riesigen Schlange? Ich würde mich darüber freuen. Einmal nach Jotunheim, bitte. Vielleicht gibt es hinter der Eismauer auch einen zweiten Eiffelturm, der auf einem riesigen Frosch steht, oder ein zweites Berlin. Wobei, das wäre nicht wirklich cool, das wäre grausam. Ich würde gerne in einer Welt leben wie bei Attack on Titan und hinter der riesigen Mauer aus Eis irgendwelche coolen neuen Technologien entdecken, vielleicht ohne dabei von einem Titan gegessen zu werden. Hidden lands beyond the ice walls. Um die anderen Kontinente freizuschalten, müsst ihr erstmal Level 120 erreichen. Ein Land voller McFlurry-Maschinen, die niemals kaputt gehen und immer funktionieren. Was kommt als nächstes? Die Season 7 Fortnite-Map? Babe, wake up, Flat Earth just got an expansion pack. Und ja, es gibt tatsächlich in der Antarktis eine riesige Eismauer, doch wenn du diese passieren würdest, würdest du irgendwann in Mecklenburg-Vorpommern wieder rauskommen. Und wenn euch diese ganzen Fakten nicht überzeugt haben und ihr euch doch für die blaue und ernüchternde runde Erdepille entschieden habt, dann habt ihr das Glück, jetzt ein paar neue Erkenntnisse der Wissenschaft zu genießen. Die Erde ist rund, weil Schiffe auf dem Meer, je weiter sie wegfahren, wegen der Erdkrümmung langsam aber sicher am Horizont verschwinden. Selbiges gilt auch für Windturbinen oder die Sonne, die jeden Tag aufs Neue in wunderschönen Farben langsam die Nacht einläutet. Oh nein, ich ertrinke. Wie funktionieren Flüge auf einer flachen Erde? Ich meine, wisst ihr noch damals, als Japan Pearl Harbor angegriffen hat und tagelang erstmal um die komplette flache Erde herumfliegen musste? Wir sehen von jedem Ort der Erde alle die gleiche Seite vom Mond, was auf einer flachen Erde wegen der Perspektive offensichtlich nicht funktionieren würde. Wait, what? Die Erde ist rund, weil man von verschiedenen Orten unserer Welt in der Nacht unterschiedliche Sternformationen sieht. Wow, ich erzähle euch gerade etwas, was man schon mit 12 Jahren weiß. Wie soll NASA bitteschön die Videos vom All und der Mondlandung mit CGI gefaked haben? CGI Image. Wenn CGI vor 50 Jahren so aussah. Die Erde ist rund, weil es ein Video gibt, wo Tom Scott ein Boot ins Weltall geschickt hat und die Krümmung der Erde selber aufzeichnen konnte. Sometimes it's okay to cause a little bit of drama. It caused the worst nuclear accident in humanity's history. I offer 3 bitcoins for 1 globe proof. Und nehmen wir jetzt mal an, wir könnten uns ein Universum angucken, in dem unsere Erde wirklich flach ist. Wir würden bei einer... ich hätte gern mal einen Film, der das thematisiert. Das wäre doch richtig nice. Das ist auch ein Film, aber so richtig so, weißt du, Hollywood-mäßig, weißt du?
Das wäre doch mal richtig geil. So, was wäre wenn? Richtig geil, ey. Also ich muss... Ja, okay, vielleicht so ein... Wie müsste es eigentlich alles physikalisch richtig sein, ja, wenn die Erde wirklich flach wäre? Das als Film, das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Das sind bestimmt irgendwelche... Weiß ich nicht, du kannst irgendwie... Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, es muss so... Irgendwas gibt's garantiert. Übrigens, danke schön nochmal, Cyberkite, der schön das Finanzamt basht. Das finde ich jetzt natürlich auch sehr nice. Was ist der Unterschied zwischen dem Finanzamt und Terroristen? Mit den Terroristen kann man verhandeln. Real fucking talk, ey. Das Finanzamt, Digga. Das ist tatsächlich Digga, Real Talk, das Digga. Nimmt einen einfach. Wenn du Finanzamt versucht zu verhandeln, Alter, dann ist aber instant die Fendung, ey. Ich sag dir, ey, dann bist du mal auseinandergenommen, ey. Ach, macht es niemals, ey. Unser Tipp an euch. Lasst es einfach über euch ergehen. Lasst euch nicht auf Beep in dem Finanzamt ein. Nutzt Gleitgel und lasst es über euch ergehen, wenn ihr was mit dem Finanzamt erklären wollt. Mondfinsternis, das hier sehen oder vielleicht das hier, je nach Interpretation, wie unsere Welt letztendlich geformt ist. Während des Tagesrhythmus würde man zu jeder Zeit die Sonne über der Erde herumkreisen sehen, heißt aber auch, dass man kein Auge zukriegen würde, weil wir durch eine von oben scheinende Sonne den ganzen Tag lang Lichteinstrahlung genießen dürften. No, at night the lamp turns off. Das Zentrum der Gravitation wäre bei einer flachen Erde genau hier. Heißt, alles würde zur Mitte gezogen werden. Regen, der einem frontal entgegenkommt. Bäume, die schief auf der Oberfläche wachsen. Wasser wäre primär nur in der Mitte der Scheibe auf... Warte mal. Mit den Bäumen, das verstehe ich aber nicht ganz. Liegt das nicht an der Sonne dann einfach, wo die hinwachsen? Die gehen doch nicht wegen der Gravitation dann in die Richtung, oder? Nee, aber wenn das jetzt eine Sonne wäre, die von oben... mittig über dem Planeten steht. Achso, das die ganze Zeit, okay. Ja, aber ja, die Bäume alle, ich dachte, quasi so zur Mitte, wie so ein Dreieck quasi. Okay, ich dachte, weil er das gerade mit der Gravitation da zusammengebrezelt hat. Okay, ich dachte gerade schon, ich achte auf sowas, ne? ...zu finden und je weiter du von dieser weggehst, desto stärker wird die Gravitation. Heißt, je näher du an den mit NASA-Turrets bewachten Eisrand kommst, desto eher hast du das Gefühl, dass sich eine riesige Kraft wieder zurückzieht. What if gravity isn't real? One. Wir müssten also alle sehr zentral leben, mitsamt der gesamten Masse des Ozeans, welcher schlagartig zum Zentrum fließen würde. Oder wir bauen Häuser auf der Kante der Erde, weil da die Gravitation halbwegs aushaltbar ist. Wobei das Ganze eh obsolet wäre, weil die Erde sich in so einer Form ziemlich schnell von alleine zerstören würde. Wenn die Erde flach wäre, würden diese Leute hier... an eine runde Erde glauben. My uncle one time, he got in his boat and I swear to fucking God, we never saw that motherfucker again. And I believe personally that he sailed off the edge of the earth. Kurz mal Zigaretten holen. Und wie findet man am ehesten raus, ob die Erde rund oder flach ist, wenn man jegliche Art von Beweisen der Wissenschaft empirisch ablehnt? Man muss es selber testen. Das Experiment der Flacherdler war simpel. Man nehme zwei große Holzbretter und stellt sie auf einen langen und geraden Fluss, beide versehen mit jeweils einem Loch. In der Nacht projiziert man ein helles Licht durch die beiden Löcher, welches kilometerweit entfernt dann, sollte die Erde flach sein, auf der perfekt gleichen Höhe wieder rauskommen sollte. Das ist ja jetzt eigentlich schlau. Ja, das habe ich übrigens auch schon gesehen, das Experiment. Ich habe es auch schon gesehen. Und ich weiß auch, wie es ausgeht. Ja, ich auch. Aber also, sie hat den richtigen Gedanken. Ja. Oh, rein theoretisch war ja der richtige Gedanke da. Ja. Sollte die Erde jedoch rund sein, müsste man das Licht höher halten und die Kamera könnte nur dann den hellen Lichtstrahl einfangen. We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Interesting. Nice job, team. Willkommen im Jahre 400 vor Christus. Geschweige dem Fakt, dass manche Leute schon während des Experimentes abgehauen sind oder dass sie in einem flache Erde-Experiment bewiesen haben, dass die Erde rund ist, war dieser Test längst nicht das erste Experiment, was die Flacherdler auf die Beine gestellt haben. In einer Reportage wurde vor den Augen von Flat-Earthern ein Boot mit den logischerweise Stück für Stück verschwindenden Linien langsam in den Horizont gesegelt. What we're seeing is actually real. You think it's because of heat? Absolutely heat. Does anyone here in flat earth believe it's a globe? Still flat. Anyone, raise a hand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. Sie können es dir wirklich, sie können es
1:1 gerade in Echtzeit beobachten und sie verweigern es einfach trotzdem. Das ist so krank, Alter. Mensch, was einfach in den Köpfen von manchen Menschen einfach nur durch Ignoranz möglich ist. Digga, wir haben ja erst die Hälfte des Videos, ey. Flat Earther haben auch mehrfach angekündigt, einen Antarktis-Trip zu machen, um sich selber von der riesigen NASA-Eismauer-Verschwörung zu überzeugen. So this is the edge of the world I was talking about. Doch wurde das Projekt aufgrund fehlender Spenden auf Eis gelegt. Mit solchen Leuten zu diskutieren ist ungefähr so, als würde man mit einer Taube Schach spielen, außer dass die Taube nach 2 Zügen anfängt auf das Brett zu kacken, wegfliegt und all ihren Freunden erzählt, dass sie das Spiel gewonnen hat. Gravity is just an anecdotal wet dream of Isaac Newton. You can't even prove that it exists, and that proves that it doesn't exist. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn man einen Flat Earther ins All schicken würde und er sich somit mit seinen eigenen Augen von der runden Erde überzeugen kann. Oh Gott, die NASA hat meine Augen geeckt. Und so eine ähnliche Idee hatte genau dieser Mann hier. Das hier ist Mike Hughes, auch genannt Mad Mike. Now the edge, which keeps all the oceans in, is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. Yesterday, the sun and the moon was in the sky at the same time, which is not possible, in my belief, on a globe. Der Name Mad Mike kommt wahrscheinlich daher, weil er auf die geniale Idee kam, sich selber mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft zu schießen, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. I bet you've never seen the face of a sexually satisfied woman burn! Von den Medien wird er als Verschwörungstheoretiker und naiver Flacherdler betitelt. He might just be crazy. Die meisten machten sich über ihn lustig. Doch mit Hilfe von Spenden der Flat Earth Community wollte er eine Rakete konzipieren, die die Leute vom Gegenteil überzeugen sollte. Mad Mike wollte sich selber ins All schießen. Also schon wieder. Nun, abgesehen davon, dass man mit einer selbstgebauten Rakete niemals so hoch kommen könnte, um die Erdkrümmung zu sehen, kann es sein, dass Mad Mike ein sehr ausgeprägtes Raketenhobby hatte. Und um seine teure Freizeitbeschäftigung auszuführen, sich als ein Flat Earther ausgegeben hat, um Spenden für seine Raketen zu bekommen. I believe it is flat. I believe you don't believe that. And you just want a free trip to space. A lot of people think that, you know. Uh-huh. But what's that got to do with the flat Earth? Nothing. Nothing. Dann musste er in ein paar Interviews noch ein bisschen schauspielern, ein flache Erde-Schild auf seinen Truck kleben, ein bisschen auf den Conventions rumalbern und voila. Mad Mike ist leider vor ein paar Jahren nach einem fehlerhaften Raketenstart beim Aufprall tödlich verunglückt und bleibt seitdem als legendärer Madman in Erinnerung. Ups. Die Flat Earth Community und alle ähnlichen Gruppen, die sich sonst noch so im Internet finden lassen, lassen sich in genau 5 verschiedene Camps aufteilen. Why would they want to fool you into thinking the Earth is round? I don't know. And that's why it's so scary. Als erstes gibt es die mental Instabilen. Sie bilden die Basis der Flat Earth Community. Ihre größte Eigenschaft ist, dass sie nicht nur an eine flache Erde glauben, sondern auch ein flaches Gehirn haben. Flat, all the way. That's flat gang, baby. Flat gang? Yeah, flat gang, all the way. That's flat. Adolf Hitler, they have reincarnated him. He has been cloned. Well, mine, I'm fine, but I don't know. Es sind die, die wirklich aus tiefster Überzeugung an eine flache Erde glauben und sich in irgendeiner Weise besonders oder Teil einer größeren Community fühlen wollen. This is the biggest conspiracy of all. So sehr gefangen in Verschwörungstheorien, dass sie sich über die Jahre sozial abgeschottet und isoliert haben, weil sie glauben, sie würden als Einziger verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. I've lost family. Members who want nothing to do with me because of my belief. My 18-year marriage ended as a result. I see. And I'm a highly intelligent person. No longer speak to my parents, my brother,
or anybody else. Eine Familiendiskussion an einem Lagerfeuer im Garten über die flache Erde hat sich ziemlich hochgeschaukelt und der Flacherdler hat aus Wut einfach Möbel in das Feuer geworfen und das halbe Haus ist abgebrannt. Say these three words. I'm not ashamed. Dann gibt es noch die Händler. Es ist die Gruppe von Menschen, die auf verschiedene Weise Profit aus der Flat Earth Community herausschlägt. Flacherdler Chris verdient hier zwischen 300 und 700 Dollar mit jeder seiner Globus-Alternativen. Seien es selbstgebaute und beleuchtete Flat Earth Modelle, T-Shirts mit einer flachen Erde oder ähnlichem drauf, mit denen man sich dann vor anderen Menschen blamieren kann. Flat Earth Watch. I mean, seriously, Flat Earth can be put on anything. The Flat Earth Beef Jerky Soße oder überteuerte Tickets für Conventions, in denen man sich mit anderen Flat Earthern intellectuell austauschen kann. Matter of fact, I'll be the last man standing. Why you falling for that fake moon landing? NASA's been tricking us all. Gravity isn't a law. Ha, ha, your whole reality's flawed, thinking you spin on a ball. But, Shut the fuck up. Hey, die haben einfach unser deutsches Oktoberfest gestohlen und Flattoberfest draus gemacht. I'm making German food. German food? Yeah. We found German tourists. We cooking them. Was kommt als nächstes? Ein Flat Earth Pizza Restaurant? Oh, ich meine, ist Pizza sonst nicht flach oder wie genau soll man das verstehen? Time to deliver a pizza ball! Natürlich gibt es auch noch die Trolle, die nicht mal ansatzweise an eine flache Erde glauben, aber sich immer wieder von der Idee amüsieren, dass es da draußen wirklich Leute gibt, die die Form unserer Erde anzweifeln. The Earth is flat. Prove me wrong. Ich glaube, da gibt es viele. Ja. Jegliche Communities im Internet, seien es Flat-Earth-Gruppen auf Discord, Subreddits oder Twitter-Seiten, sind mittlerweile ein Sammelplatz für Memes über die flache Erde geworden. If the Earth is flat, explain this. Da es allein rein statistisch wirklich schwer ist, einen Flacherdler mal in seinem natürlichen Habitat zu entdecken. Selbst kleinere Gruppen und Communities wurden mit der Zeit langsam unterwandert von schaulustigen Abenteurern und Trollen, die einfach nur ein paar Flat Earther verarschen wollen. Mods are asleep. Upvote spherical Earth. Yeah! Wenn die Erde flach ist, warum haben dann Katzen noch nicht alles runtergeschubst? Es sollte eine Reality-TV-Show geben, in der Flacherder das Ende der Welt suchen. Bruder, ich glaube, wir laufen im Kreis. Dreht sich die Flacherde einfach nur extrem schnell und erwirkt somit den Anschein, dass sie rund sei? Wenn die Erde flach wäre, würde es einen Russen geben, der Klimmzüge an der Kante der Erde machen würde. Alter! Oder die schon seit Jahren im Internet kursierenden Memes und Theorien darüber, welche Form die Erde denn noch so haben könnte. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Mond eine Banane ist. Und natürlich die sehr kleine, aber niemals zu vergessene Flat Mars Society. Dazu gehören natürlich auch YouTuber und Schaulustige, die regelmäßig Flat Earth Conventions besuchen, um sich einen Spaß zu erlauben. I think I'm coming out of the Flat Earth Closet. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. Oder Stars, die ab und zu mal in den Raum werfen, dass die Erde möglicherweise doch flach sei. That was a joke about the world being flat, right? Was it? Unterhalten oder flach? Weder noch. Oder Xavier Naidoo, der Flacherde-Propaganda in seiner Telegram-Gruppe geteilt hat und seitdem auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Dann gibt es noch die Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Alles ist eine Lüge. Nur sie allein verfügen über Geheimwissen, zu welchem die anderen keinen Zugriff haben. Fake of Evolution, you're researching vaccines, you're researching the cult. And blood sacrifice, adrenochrome. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz großer Punkt. So, dass man sich selber von der Masse abhebt. So, die anderen sind nur alles Schafe. Ich habe die einzig wahre Quelle und die anderen laufen nur alle hinterher. Und das ist, glaube ich, auch ein Aber ganz großes Ding. Aber ich glaube auch, dieses Gruppenzugehörigkeitsding ist auch, glaube ich, ziemlich stark dabei. Ja. Dass Leute einfach irgendwie zu so einer geschlossenen Gruppe dazugehören wollen. Aber das Video.
ist schon sehr, sehr lang dafür, dass das Thema eigentlich gar nicht so viel hergibt, muss ich sagen. Also es zieht sich schon so wirklich ein bisschen. Wir haben noch 9 Minuten, Muchachos, es tut mir leid. Aber es ist trotzdem lustig. Also es zieht sich brutal, weil wirklich, es ist genauso, wenn ich mir so ein Video anschauen würde, wie so die einfachste, das 1x1 funktioniert. So, es ist schön zu sehen, aber so eigentlich, es ist ein Fakt. Also, man muss mir das nicht 46 Minuten nahe bringen. So, ich weiß doch, dass es so ist. Es ist schwierig, es ist schön gemacht. Ich habe das Video gesehen letzte Woche. Oder Anfang der Woche, ich weiß nicht genau, wie alt es ist. Und habe gedacht, Flat Earth, 46 oder 48 Minuten, was zum Fick, ey. Aber ja, dann ist halt, Jules macht ja immer so lange Dinge. Ich fand auch bei dem U-Boot-Video war ja auch so die letzten 10 Minuten oder so, wo ich dachte so, ja, okay. Hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Aber. Wir halten durch. Weiterhin ist das Video sehr gut gemacht und unfassbar lustig. Ja. Komm, die letzten 9 Minuten, Abfahrt. 91% der Fälle glauben Flat Earther auch daran, dass die Mondlandung gefaked war. Okay, Schnitt. Wow, Neil Armstrong. Hey, Moment mal, sollten Sie nicht auf dem Mond sein? Dieser Flacherdler denkt, es wäre gesund, rohes Fleisch zu essen. Just like that. It's very delicious. Ein Video darüber, dass die Dinos nicht existiert haben. You know they made up dinosaurs? What do you all think of the dinosaurs? Nazi propaganda. Die Evolutionstheorie ist fake. Hitler lebt hinter der riesigen Eismauer. A place called New Berlin, Antarctica. Australien existiert überhaupt nicht, womit ich persönlich kein Problem hätte. How's it going, mate? Einer meint, es würde keine Wälder auf dieser Erde geben. Bro, what the fuck? Ich meine, es sind Bäume. There are no forests on Earth. Eine flache Erde, die auf einer riesigen Weltenschildkröte platziert ist, taucht auch regelmäßig auf, wird aber schon seit hunderten Jahren verschiedenen Mythologien zugeordnet und ist dementsprechend leider genauso real wie Pegasus, das fliegende Pferd, dass ein riesiger, muskulöser Mann unsere Welt hält oder der supermächtige Zeus, der von oben Blitze auf die Menschen wirft. Is there anything Alter. That you don't think was an inside job? That's a tough one, you know. The Jews are in fucking they freaking control all of everything. I mean, if you okay, 9/11, back to that. Eine verdächtige Überschneidung mit der Furry Community, der Glaube an eine hohle und leere Erde und ganz viele andere Sachen, an die Flacherdler noch so glauben. Everybody has their own sun. What do you mean? Literally. What do you mean literally? Literally everybody has their own sun. It's not like a burning ball of gas or any of that bullshit. What is it? Yeah, what is the sun then? It's cold. Sun is cold. The sun is cold. Und ich meine, gesunde Systemkritik ist ja irgendwo nachvollziehbar. Es gab zahlreiche Verschwörungstheorien, die sich später in der Geschichte als wahr herausgestellt haben. Wie zum Beispiel dem Fakt, dass Tauben eigentlich nur mit Mikrofonen ausgestattete Drohnen der Regierung sind, die uns ausspionieren. Dann gibt es noch die Flat Earth Oberhäupter, die gerissenste Gruppe von allen. I was wondering, how high do you think the dome is? How old are you? Flat Earth Oberhäupter sind eigentlich, glaube ich, nur die Flat Earth Händler, die aber ein Level-Up hatten. Das sind quasi die Leute, die gedacht haben, warum verkaufe ich eigentlich meinen Kram hier irgendwie und stelle mich hier hin und versuche irgendwas loszuwerden? Gut, warum, ne? Gründe ich nicht einfach einen Verein? Dann kommen die alle einfach so zu mir. Scientology. Genau, sowas in der Richtung, ja. Scientology ist auch so ein Ding. Man muss auch sagen, Gott ist am Ende auch so ein Ding. Digga, wenn du mit Leuten... Ey, Religionsbashing, da müssen wir gar nicht jetzt mit anfangen, aber ich bin der übertriebenste Heide, aber... Ich fand ein Ding von Little Dicky, hat einen Song, wo er darüber spricht und sagt, wenn es Gott gibt und Gott ja eigentlich unfehlbar ist, was zum Fick sind dann die Dinosaurier? Also, ne, weil die müssten ja eigentlich dann auch von Gott gemacht sein, aber die sehen ja nicht annähernd so aus wie Menschen. Heißt, Gott hätte einen Fehler gemacht. Egal. Aber es ist halt so, du kannst mit den Leuten nicht so richtig diskutieren. Die sagen dann, es gibt keine Dinosaurier, das ist keine Evolution, das waren Drachen. Brudi, wir sind hier immer noch bei Flat Earther. 12. Good for you. Man sieht die gefühlt 5 gleichen Gesichter in jeder Doku oder Reportage, die über Flat Earther gedreht wird. Ganz vorne dabei Mark Sargent. You're one of the biggest dick swingers in the Flat Earth game. This is the dumbest shit I've ever heard in my life. Yeah. And your whole life is a lie. Well, I've heard that before.
Leute wollen Fotos mit ihm machen. Er kriegt plötzlich enorme Aufmerksamkeit, kann plötzlich von der Flat Earth Community leben und Leute behandeln ihn wie ein Star. We're kind of the like father of this movement. How would you? Don't do that. Diese Handvoll an Personen, die man regelmäßig in Interviews sieht, könnte man mit einer Kanone ins All schießen und sie würden immer noch behaupten, die Erde sei flach, weil sie tief drinnen eh schon lange wissen, dass sie falsch liegen, aber trotzdem weitermachen. Mark, do you really believe this stuff? Tell me the truth. I'm serious. I absolutely 100% believe we are not on a globe. We are part of a giant studio set. All the world's a stage and you're on it. Mark, do you really believe this stuff? Denn wenn sie diese Lüge nicht weiter am Leben erhalten, würde auf einmal der komplette Freundeskreis verloren gehen. Man hätte keine Gemeinschaft mehr, in der man sich aufgehoben fühlt. Keine Leute, die Fotos mit einem machen wollen. Keine Fanartikel, die man überteuert verkaufen kann. Mark Sargent, der Mann, der stolz seinen eigenen Namen auf seinem T-Shirt trägt, müsste wieder bei seiner Mutter einziehen. Und so wird die Lüge zwanghaft weiter am Leben gehalten. Long live Flat Earth. Thank you. Es gab nur einen einzigen Fall, wo ein Flat Earther sich öffentlich dazu bekennt hat, doch falsch zu liegen. I'm wrong. The Earth isn't flat. Und dieser wurde auf Reddit von den Leuten zu Recht wie ein Star gefeiert. Upgrades, people, upgrades! Und so ist die Flat Earth Community heute nur noch ein Auffangbecken für Verschwörungstheoretiker und Kleingeister geworden. Gesteuert von ein paar gerissenen Leuten, die wahrscheinlich schon längst nicht mehr an eine flache Erde glauben. Sie dachten, ich bin komisch. Wir dachten viele Monate, dass er sie nicht mehr alle hat. Wir waren früher auf einer öffentlichen Schule, jetzt werden wir zu Hause unterrichtet. Vera Thomas, Digga, also das wirklich, ist so krass. Das überlegt, dass man damit Digga, in Amerika, dieses Homeschooling, gerade auch bei diesen ganzen Trump-Leuten, bei den ganzen Mager-Leuten, Alter. Dieses Homeschooling nimmt so krass zu, Alter. Die werden alle, die ganzen Kinder von zu Hause unterrichtet, ey. Alter, das ist aber richtig schwer. Und denen wird halt irgendeine Scheiße beigebracht, ne? Wie zum Beispiel dieser Flat-Earth-Kram, Alter. Ey, wir können so froh sein, dass wir in Deutschland wohnen, Digga. Hier ist auch nicht alles perfekt, aber wir haben es so gut, ey. Wir leben einfach in Saus und Braus, Muchachos, wirklich, ey. Ihr müsst euch alle glücklich schätzen, dass wir hier sind, ey, wirklich. Ja. Es ist ein Traum. Vergleich zu anderen Gegenden. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland ist hier Homeschooling nicht auch erlaubt? Wahrscheinlich müsste dafür das. Ich wollte gerade sagen, wir leben alles mögliche. Ja, Digga, hier kommt jeden Tag das Jugendamt vorbei dann wahrscheinlich. Digga, aber da in Amerika habe ich auch gerade erst so eine Doku zugesehen, diese ganzen Magerleute, die alle ihre Kinder von der Schule nehmen und zu Hause unterrichten. Alter Schwede, ey, wozu das hinführen wird, ey? Digga, Jeremy hat schon gesagt, ich gehe bald nach Spanien und werde Angler. Digga. Oh, okay, ja. Komm. Die letzten drei. Menschen spricht, und das ist ja jetzt nicht nur diese große Familie gerade gewesen, das wirkt irgendwie ein bisschen wie Gehirnwäsche. Mittlerweile haben Flat Earther auch TikTok entdeckt und gemerkt, dass die jüngere Generation alles glaubt, sobald GTA 5 Gameplay in der unteren Hälfte des Bildschirms läuft. Und so steigen auch die Suchanfragen auf TikTok über eine flache Erde so rasant an wie noch niemals zuvor. I appreciate your input, but please, fuck off! YouTube und andere Plattformen haben nach der Peak-Flat-Earth-Zeit aus 2016 angefangen, Videos, die eine flache Erde behandeln oder offensichtliche Verschwörungsgedanken beinhalten, mit einem Banner zu markieren, um irgendwie wieder gut zu machen, dass sie mit ihrer Plattform der Nährboden für Millionen heute existierende Flat-Earther waren. Und ich meine, irgendwo kann man den Gedankengang nachvollziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche abstrakten Sachen wie eine flache Erde existieren, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Alleine der Fakt, dass wir existieren, die Erde genau die richtige Entfernung zur Sonne hat, die richtige Größe, die richtige Masse, ein Magnetfeld, eine Atmosphäre und mehr besitzt, ist so unendlich klein. Und trotzdem sind genau wir heute auf dieser Welt. Milliarden Jahre nach der Entstehung von allem und fragen uns, ob unser Planet rund oder flach ist. Es gibt leere Stellen in unserem Universum, die so riesig sind, dass wenn man sich in die Mitte dessen teleportieren würde, man in alle Richtungen nur das stockdunkle Schwarze sehen würde. Planeten,
die nahezu perfekt ausschließlich aus Diamanten bestehen. Neutronensterne, von denen ein einziger Teelöffel so schwer wie ein ganzer Berg wiegen würde. Planeten, die der Erde von den Lebensbedingungen nahezu identisch sind, auf denen sich Lebewesen vielleicht schon längst geformt haben. Planeten, die nur aus Wasser bestehen. Ein Planet, auf dem es aufgrund der mineralen Wetterbedingungen Rubine und Saphire regnet. Ein Planet mit einer Oberfläche schwärzer als Kohle. Das Weltall, was es so alles gibt noch außerhalb. Vielseitig. Ja. Und selbst wenn die Erde flach wäre, was wäre dann anders? Wir würden trotzdem immer noch alle zur Schule gehen, zur Arbeit fahren. Gefühlt gar nichts würde sich ändern. Wir bleiben immer noch dieser kleine Punkt irgendwo in unserem Sonnensystem. Ein Sonnensystem, welches gerade mal ein winzig kleiner Teil eines riesigen Planetenkomplexes in der gigantischen Milchstraße ist. Übrigens, immer wenn ich so richtig kranke, beschissene Laune habe und denke so, oh, echt, meine Probleme werden mir langsam zu viel, dann gehe ich so manchmal in mich und denke genau über sowas nach, dass ich so rausgehe, guck mir so die Erde an, guck mal, wie viele Menschen hier einfach drauf leben und wie klein mein Problem ist, und dann geht man noch weiter raus und dann, okay, ey, mein Problem ist jetzt einfach so ein Ameisenfurz, ne? Und das macht schon immer sehr, sehr viel mit mir, dass ich das dann irgendwie weniger schwer sehe. Einfach so dieser Vergleich dann tut mir immer sehr, sehr gut. Dass eigentlich meine Probleme, die ich habe, eigentlich so ein Ameisenfurz sind. Und dann kann ich damit eigentlich besser umgehen. Eigentlich bist du jetzt kein Schwanz, bis auf dich. Genau. Und vielleicht noch 4, 5 andere Leute. Ja. Ja, es zeigt, wie klein man ist, ja. Ich fand damals, wir waren ja in L.A. 2017 oder 18, ich weiß nicht, welchem Jahr wir in diesem Griffith Observatory waren. Das war echt schön, ja. Das hat mich so geflasht, Alter. Griffin? Griffin war das, oder? Griffith heißt das. Griffith? Okay. Griffith Observatory. Da war ja auch dieser kranke, bekannte Sprecher, der in den ganzen Weltraum-Dokus, die ganzen amerikanischen... Ja, dieser farbige, ne? Ich weiß ja nicht mehr, wie der heißt, ja. Ich weiß auch nicht genau, wie der heißt, aber richtig geil. Und wenn man dann so eine Tour durchs Universum nimmt und sich so alles anguckt, von dem wir schon wissen, dass es da ist und wie weit es weg ist und sowas. Ist schon geil, aber, ne? Vor allem, wie viel wir noch nicht wissen, habe ich mir dann so gedacht, Digga, was für eine Scheiße machen wir hier eigentlich, Ja, und unserem Planeten. Das weckt wieder so den Entdeckerdrang auch so. Ich weiß noch, ich kann mich an meine Grundschule erinnern, wo ich dann das erste Mal wirklich die Welt gesehen habe, in Erdkunde, in meinem Atlas. Da dachte ich, das ist die Welt, das war schon? Digga, ich bin einfach in meinem, ich weiß noch, als Kind bin ich davon ausgegangen, dass die Welt gigantisch, unendlich groß ist. Und dann habe ich die Welt gesehen und war richtig enttäuscht. Und dieses so, das außerhalb zu sehen, dass es einfach noch viel, viel größer ist, und das hat mir wieder so richtig, richtig Power gegeben. Ja. Es ist krass auf jeden Fall. Ja. Ha, okay, aber ja, die letzte Minute, Muchachos, dann haben wir's. Die wiederum Teil von einem riesigen Cluster an Galaxien ist, welcher jeder seine ganz eigenen Systeme beherbergt. Während all das nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen ist, der weit über unsere Möglichkeiten hinaus liegt. Hat das Universum eine Grenze oder ist es unendlich groß? Wenn es unendlich groß ist, warum haben wir denn noch nie von anderen Lebewesen gehört? Wenn es eine Grenze gibt, was ist dahinter? Sind wir vielleicht die ersten oder die letzten Lebewesen im Weltall? Irgendwann wird unser Universum enden. Wir werden dann schon lange ausgestorben sein und haben gerade mal ein paar Jahre auf dieser Welt verbracht. Wir alle werden irgendwann nur noch Staub sein und danach wird nichts mehr passieren, und das bleibt für immer. Oh, schöner Abschluss, ey. Hat mir echt richtig gut gefallen. Wie gesagt, das Thema... Leider ein bisschen zu viel Sendezeit gegeben, weil, ne, man hätte das mit 10, 15 Minuten hätte man das durcharbeiten können, aber brutal wieder von ihm gemacht. Also Jules macht so schöne Videos, so schön durchdacht, so mit schönen Bildern. Es ist und auch so lustig, ne? Das ist ja das Geile, der kann's einfach, ey. Und haben auch tatsächlich immer so einen Bogen, ne? Ja. Muss ich sagen, also echt, echt geil gemacht wieder, geiles Video. Richtig nice. Also schaut euch auf jeden Fall das Original an. Support diesen Jungen, ey. Also, sowas ist einmalig auf YouTube, wirklich. Der macht richtig geilen Content, Digga. Der macht richtig nicen Content. Richtig sexy. Ja.